Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, den 8. Februar 2021, zu deinem Engeltagestrend und zum Angebot der Woche. In dieser Woche ein ganz, ganz besonderes, exklusives Angebot für dich, das es nur in dieser Woche geben wird. Und natürlich, wie immer, schauen wir nach, was die Engel uns zu sagen haben für den heutigen Tag. Und wir werden am Ende des Videos miteinander beten. All das kommt nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal und das Angebot der Woche folgt natürlich wie immer vor dem Orakel am Montagmorgen. Das Angebot der Woche in dieser Woche bin ich, ja, beziehungsweise ein Gespräch mit mir. Seit 25 Jahren berate ich Menschen zu allen Themen, egal ob Liebe, Beruf, Finanzen, spirituelle Entwicklung, gerne auch wie du mit der globalen Entwicklung umgehen solltest und so weiter. Ich coache dich, damit du glücklich bist, damit du den Weg zum Erfolg und zu deinen Zielen finden kannst. Denn das ist in dieser Zeit besonders wichtig. Fragen, die dich persönlich bewegen, Fragen zur Entwicklung, Fragen, was du tun kannst, Fragen, welche Möglichkeiten und Chancen du hast, ob du deinen Seelenpartner findest, ob der Mann dein Seelenpartner ist, ob du beruflich weiterkommst oder was auch immer du wissen möchtest. In dieser Woche 40% Rabatt auf alle Beratungspakete. Buche jetzt deinen Termin, der muss nicht in dieser Woche stattfinden, der kann also auch zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Wichtig ist nur, dass du deinen Termin in dieser Woche bis spätestens Sonntag gebucht hast, damit dein Termin stattfinden kann. Und wie das geht, ganz einfach oben in die Infobox gehen, Beratungspaket aussuchen, 15, 20, 30, 60 oder 90 Minuten. Und ganz persönlich dein Gespräch führen. Und dieses Angebot nutze ich natürlich gerade, besonders für eine längere Beratung. Da können wir mal ganz intensiv und ausführlich gucken. Gute Idee, oder? Und jetzt wollen wir schauen, was die Engel uns für den heutigen Tag zu sagen haben. Das kennst du schon. Ich mische die Lenormand-Karten der goldenen Zeit als erstes. Und schauen, was diese Karten uns offenbaren, beziehungsweise die Engel uns heute offenbaren möchten, uns mit auf den Weg geben möchten, uns sagen möchten. Wir schauen nach. Wir haben heute die Störche, wir haben die Wege und wir haben den Park. Großartige Konstellation, kann man sagen. Positive Veränderungen, Wandlungen sind heute möglich, wenn du eine klare Entscheidung triffst. Du hast die Wahl heute, dich zwischen Licht und Schatten zu entscheiden. Du stehst zwischen zwei Wegen, wir alle stehen momentan zwischen zwei Wegen und wir sollten den Weg des Lichtes gehen. Das ist ganz wichtig. Dann kann wirklich Großes daraus entstehen, Großes daraus entwachsen, wenn wir heute wissen, wie wir uns positionieren, wie wir weiterkommen. Wichtige Entscheidungen, die aber auch von großer Stelle und von öffentlicher Stelle getroffen werden, führen auch zu den positiven Veränderungen. Also heute ist ein Tag, wo es wirklich um ganz wichtige und maßgebliche Entscheidungen kommt, die uns wirklich weiterbringen werden. Finde ich toll. Wir gucken, was das Kraft der Engel-Orakel dazu noch sagen möchte. Wir wollen schauen. Und diese Karten offenbaren uns Freunde, die Reise und Mutter Maria. Hatten wir gestern schon die Konstellation. Oh, ist die Karte Maria runtergefallen. Wir heben sie auf, kein Problem. So. Frag Freunde um Rat. Freunde werden dir heute auch helfen, diese Veränderung voranzubringen. Und die Reise weist für mich auch auf diese große transformative Veränderung hin, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Mutter Maria ist heute mit ihrem Mitgefühl die beste Ratgeberin, die wir befragen können. Können wir gerne auch in einem persönlichen Beratungsgespräch mal fragen, was Maria dir persönlich zu sagen hat. Na, also da können wir mal schauen. Und jetzt wollen wir wie immer noch miteinander beten. Erzengel Raphael schickt uns heute die Karte Akzeptanz. Hey, nimm die Dinge einfach mal so, wie sie sind, ohne sie zu bewerten, ohne zu verurteilen und so weiter. Und in Wahrheit ist sowieso alles Liebe, egal was geschieht auf dieser Welt. Alles wird aus der Liebe geboren und dafür wollen wir heute beten. Und zwar das erste Gebet sprechen und wenn du die Gebete unterstützen möchtest, dreimal Amen 777 in die Kommentare schreiben. Lieber Gott und Erzengel Raphael, bitte helft mir zu akzeptieren, dass sich alles auf dieser Welt und in meinem persönlichen Leben optimal entwickelt. Amen. Ideal. Ich muss gerade lachen, weil die Engel wissen doch immer, was Sache ist und die Orakel ergänzen sich ideal. Diese Situation ist bereits gelöst, sagt nämlich das Michael-Orakel an der Stelle und das passt natürlich der Karte der Akzeptanz gerade ideal. Lasst uns das erkennen und lasst uns genau dafür beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, ich überlasse euch
alle Ängste und Sorgen und Befürchtungen, die ich in dieser Situation habe. Und bitte euch von Herzen im Austausch darum, wahren Frieden in jeder Hinsicht zu erlangen. Danke, dass ihr die Situation, diese schwierige Situation auf dieser Welt, auf perfekte Weise löst. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe. Bis bald in einer persönlichen Beratung und spätestens bis heute Abend im Gebet. Udo Golfmann. Tschüss.